Großen und Ganzen ist das schon okay, wie die Redmans das machen. Also in der sechsten Liga spielen wahrscheinlich eher die Teams, die das so ganz freizeitmäßig machen. Also ja, das sind Hobbyteams. So drei Abende die Woche vielleicht mal zocken oder. Ja, ja. Aber was auch positiv ist, die meisten Anmeldungen seit Beginn von Day of Defeatance, also sechs Ligen, das sind, ich glaube, 58 Clans gewesen insgesamt. So viele gab es noch nicht. Und es wächst auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Spielsystem, ich finde es okay und auch komplett. Also ich bin, Bundesliga ist schon eine coole Sache. Also national auf jeden Fall das Maß aller Dinge. International natürlich die Clan-Base, keine Frage, der Eurocup natürlich für die größten Clans. Mhm. Ja. Ich glaube, es findet über Ostern jetzt, es finden ja mehrere Lans statt. Ich glaube, ist auf der in Dänemark zufällig? Abgesagt. Ist abgesagt? Day of Defeat ist abgesagt, also die LAN nicht, sondern nur der Day of Defeat. Slap Live ist das, glaube ich. Ja, genau, die Slap. Ist abgesagt worden, weil sich zu wenige Teams gemeldet haben. Das ist ja sehr schade. Leider, ja. Weil es ist halt auch Ostern, ne? Es ist immer ein bisschen so eine Sache. Es gab aber dicke Preisgelder. Ja? Also ich glaube. Ich erinnere mich, ich habe raufgeschaut und habe gedacht, so, also es war jetzt für den Durchschnitts-CS-Spieler nicht so interessant, aber da habe ich schon gedacht, bei Day of Defeat war schon jede Menge eigentlich, was man gewinnen konnte. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt Ende des Monats finden noch zwei LANs statt. Eine in Tampere, Finnland, und eine in, wie ist der Ort nochmal, in Frankreich, Poitain, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, die finden statt und bei... Jetzt wird es langsam Das war eng, ganz knapp gerettet vom Koblat, der die zweite Flag da genommen hat. Und jetzt haben die erste auch noch. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen verquatscht und jetzt hat GS hier fast noch den zweiten Fullcap gemacht. Also geben die richtig Gas. Nee, die zwei LANs finden auf jeden Fall statt und so wie ich das mitbekommen habe, sind in drei, vier Wochen. Und in Finnland... Das sind auch schon hohe Preisgelder, habe ich gesehen. Ich glaube, für den ersten 1.000 Euro. Das ist schon sehr ordentlich. Also für Day of Defeat ist das schon sehr, sehr gut. Frankreich weiß ich nicht, da standen die noch nicht fest. So ist das. Und ob die LANs jetzt für Day of Defeat stattfinden, ich weiß jetzt auch nicht, wer sich da alles gemeldet hat und so, aber die sind auf jeden Fall in Planung und ich denke mal, die werden auch stattfinden. Weiß man denn, woran das lag, dass jetzt sich kaum Leute angemeldet haben für die Slap Live? Also, ich sag mal so von den größeren Teams, warum haben die da nicht teilgenommen, wenn es so viel Preisgeld gab? Also, ein paar skandinavische Clans haben sich wahrscheinlich gesagt, wir fahren nach Finnland. Ja. Oder auch vielleicht andere Clans haben gesagt, wir fahren nach Finnland, weil es halt attraktiver wahrscheinlich ist, von Preisgeldern auch her. Und bei ein paar war es bestimmt Ostern, dass es nicht geklappt hat. Ganz genau die Gründe kenne ich natürlich nicht, aber das sind halt so meine Einschätzungen, denke ich mal. GS hier am Pushen ohne Ende, also die haben hier jetzt die erste gehabt, zweite verloren, jetzt wieder umgekehrt, jetzt haben sie die zweite, erste verloren. Ui, da trifft er nicht so richtig, aber jetzt schön. Aber der wird weiter beschossen. 40 Hitpoints noch. Von drei Leuten, zwei Leuten jetzt. Unter Dauerfeuer, wenn er das überlebt, na, tut er natürlich nicht. Jetzt haben wir hier leider kein Timelift angezeigt, aber... GS ist hier ziemlich stark am Pushen und es könnte echt eine Überraschung nehmen, wenn ich das so weitergeht. Ich glaube, die 20 Minuten sind gleich abgelaufen. Ich meine... Hier sieht man zum Beispiel unten links, US-Armee erhält einen Punkt und Fullcap. Stark. 2-1 auf der alliierten Seite. 2-1. Und ich glaube, die Zeit müsste auch fast vorbei sein. Schauen wir uns mal die Stats an. Esko mit 31, Hogan mit 32, ganz klar Frag Leader, auch komplett. Und bei Fresh alles ziemlich ausgeglichen. Also ich denke mal, das liegt wirklich an dem Teamplay, was noch nicht ganz da ist, weil selbst in der Aufstellung sind die eigentlich ein gutes Stück stärker einzuschätzen, auf jeden Fall. Und für haben wir den ersten Teamplay gesehen hier. Ja, der hat Krassus erwischt. Ja, und da direkt der nächste, Rommel den Hogan. Haben sich gedacht, ja, wenn die das machen, können wir auch mal. Ja, da ist die Map vorbei und 1-2, allerdings hat Fresh mehr Flaggenpunkte. 48-17. Ja, aber ja, jetzt müssten sie 2-1 oder halt irgendwie so, dass sie ausgleichen. Ein 1-0 würde erstmal reichen, weil die halt mehr Flaggenpunkte haben. Kommt natürlich darauf an, wie der Spielverlauf in der zweiten Runde ist, aber sie können es auf jeden Fall noch packen. Aber jetzt ja German Soldiers auf der eigentlich leichteren oder stärkeren Seite. Vermeintlich ja. Wie gesagt, also wir haben selber auch auf der Allies-Seite besser gespielt und mal sehen, was German Soldiers daraus machen. Oder Fresh halt. Es sind noch 20 Minuten und danach haben wir dann auch eine Entscheidung. Also es sei denn, es ist absolute Gleichheit in Flaggenpunkten. Und dann gibt es einen Unentschieden. Da gibt es einen Unentschieden, aber das ist ja sehr unwahrscheinlich. Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drüber geredet. Ja, hatten wir. Da gab es zwei im Clanbase, in der Gruppe, im Open Cup.
Und zwar ein Team hat es zweimal geschafft, glaube ich, und das war schon sehr hart. Also schon eher ein Phänomen. Wir haben auch mit 3 Flaggenpunkten einmal verloren, halt auch im Clanbase Open Cup in der Vorrunde. Und ich glaube nicht, dass es so eng wird heute. Ja. Also.